Hallo Leute, ich freue mich jetzt schon selber drauf, wenn hier die Werkstatt mal so richtig eingerichtet ist und ich mal wieder richtig anfangen kann, Projekte zu bauen. Denn im Moment gibt es halt eher solche Infovideos zu besonderen Themen, aber so ein komplettes Projekt von einer Massivholzbohle bis zu einer fertig geschliffenen, geölten Oberfläche, der ist im Moment noch ein bisschen schwierig hier umzusetzen. Man denkt zwar, das ist ja alles schon wunderbar, aber im Vergleich zur letzten Werkstatt ist das hier wirklich sehr provisorisch alles eingerichtet. Deswegen habe ich mich zu was entschieden. Werde ich euch gleich zeigen, was ich gemacht habe oder worum es geht. Aber ich habe mir noch was gekauft, das zeige ich euch als erstes. Das ist echt cool. Das ist richtig geil. Was auf, da wirren sich viele Leute wahrscheinlich die Finger nach legen. Passen mal auf. Macht richtig geiles Graf. Da, da, da. Ich mache sogar alles an Licht an, was ich habe. Da, 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 da. Ich habe mir was gekauft. Das ist so wunderbar. Ich habe mir einen Stapler gekauft. Einen Steinbockstapler. Geiles Teil. Richtig geiles Teil ist das. Dieses Gerät. Schaut es euch an. Der ist nur richtig gut. Der hat sogar erst 230 Betriebsstunden, weil ich habe das Gefühl, dass der Betriebsstundenzähler gar nicht funktioniert. Schaut mal nach einem Steinbockstapler, wenn ihr nicht viel Platz habt. Die können ungefähr eine Tonne wiegen. Man kann die noch mit einem normalen Anhänger transportieren, weil der wiegt nur 1800 Kilo. Das ist eine feine Sache. Und der hier sieht richtig gut aus. Also jeder, der mal nach Staplern geschaut hat, weiß, wie zerballert die teilweise sind. Was hier auch noch ein schönes, ja, eine schöne Info ist, da ist sogar noch die Info einer Wartung da, der wurde getüft und so weiter und so fort. Und da hat mich ein ehemaliger Kursteilnehmer drauf aufmerksam gemacht. Schaut euch mal an, wie gut der Sitz allein noch aussieht, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber der ist echt, der ist richtig gut. Also das ist so eine geile Sache. Wieso habe ich mir einen Stapler gekauft? Weil man damit Dinge hoch und runter heben kann. Ich zeige euch mal ein gutes Beispiel. Ich habe mir ja vor irgendwie 2 Jahren oder so eine Horizontalfräse gekauft und die konnte ich nie abheben von der Palette, weil mein Hochhubwagen, der Handhubwagen, der hat unten natürlich die Zinken und dann kann man das nicht so ohne weiteres absetzen und das wäre viel, viel Arbeit gewesen, deswegen habe ich den nie abgestellt. Also auf dem Boden. Hier seht ihr die Horizontalfräse, die steht immer noch auf der Palette, weil ich die Werkstatt noch umräumen muss, dazu komme ich gleich. Und hinten seht ihr die Drehbank, die kann ich jetzt auch abstellen, weil man kann die an dem Spannfutter hochheben und dann hat man unten die Füße frei und nicht so ein Ärgernis, wie ich es letzte Mal hatte, als ich das Teil mit dem Handhubwagen mit den Zinken absetzen musste. Das war richtig viel Arbeit und das kostet unfassbar viel Zeit. Mit dem Stapler funktioniert es jetzt einfach einfacher. Lasst mir bitte diesen kleinen Spaß, bitte nicht so viel in den Kommentaren rumhaten, dass ich jetzt irgendwie, ne, ich bin die Rich Bitch oder so auf YouTube, bin ich gar nicht, nur ich stecke halt eben alle mein Geld hier in diese Firma Konterholz rein, damit es halt eben auch hier weitergeht. Und ein Teil war halt eben auch jetzt hier ein bisschen Ordnung schaffen zu können, damit ich wirklich hinten mein Hochregallager so ein bisschen nutzen kann, dass ich so diese 3 Gitterboxen übereinander stellen kann und den Platz hier drin nochmal effektiver nutzen kann. Bevor ich euch die Batterie zeige, hier auch noch so eine kleine Sache, das werden wir vielleicht gleich noch machen. Mein Holzlager, das kann ich jetzt richtig effizient nutzen, weil ich kann die Hölzer sortieren, ein Kantholz dazwischen packen und kann die einzelnen Stapel rausfahren, damit ich direkt an das Holz rankomme. Und das ist auch so ein Grund, warum ich meine Werkstatt komplett umräumen werde. Wie gesagt, komme ich gleich dazu und da werden wir auch gleich noch ein bisschen was verladen. Jetzt zeige ich euch mal die Batterie, weil die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Der hat auf der Uhr 230 Betriebsstunden, wobei ich da nicht genau weiß, weil ich den auch noch nicht so lange fahre, ob der überhaupt mitläuft, weil bis dato steht er eigentlich noch fast da, wo er bei dem Verkäufer gestanden hat. Ich bin aber noch nicht so viel rumgefahren. Aber der sieht halt eben, ich habe es euch ja schon gezeigt, der sieht sehr gut aus. Und viele wollen auf Kleinanzeigen für so einen Stapler wie dieser hier, der richtig abgenudelt ist, viel, 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 viel mehr Geld. Das ist die Batterie. Ist auch ein kleiner Funfact, das wusste ich vorher nicht. In dieser Batterie hier ist destilliertes Wasser drin. Das sind diese Schläuche hier. Und hier sind diese weißen Pins. Den muss man vollladen, diesen Akku. Und wenn der voll ist, muss man anschließend dieses destillierte Wasser nachfüllen, sonst geht die Batterie kaputt. Ich habe jetzt noch nicht voll geladen, weil ich hier keine entsprechende Steckdose hatte. Ich hatte ihn jetzt ein-, zweimal probehalber geladen, damit ich halt eben den nochmal reinfahren konnte. Aber der muss noch einmal vollständig geladen werden. Aber das hier, das sieht richtig gut aus. Ich habe einen Kollegen, der schaut sich den auch bald noch an, dass der halt eben die, ja, die Funktionalität und die Qualität halt so ein bisschen hält. Aber ich bin hiermit wirklich sehr, sehr zufrieden und glücklich.
Toller Stapler. Hier ein Spoiler und noch eine coole Info. Da unten diese beiden Big Packs, die konnte ich vorher nicht wirklich übereinander stellen, weil mein Hochhubwagen nicht so hoch mit so einem schweren Gewicht heben kann. Das heißt, jetzt kann ich die endlich mal platzsparend lagern. Das geht nur dank des Staplers. Und hier auch eine Info, wenn jemand von euch Briketts kaufen will, die werde ich verkaufen, weil ich werde hier in dieser Werkstatt leider keinen Holzofen installieren. Das macht hier nicht so wirklich viel Sinn. Deswegen hier die Info, vielleicht gibt es da irgendwann mal ein eigenes Video zu. Aber ich werde hier mit Strom tatsächlich heizen. Und da oben der dritte Sack, das sind auch Späne, die habe ich selbst hergestellt. Deswegen, das sind zwei Big Packs mit Briketts übereinander. Und oben, das ist eine leichte Box mit einem leichter Big Pack mit Sägehobelspänen drin. Das heißt, das sieht schlimmer aus, als es ist. Da oben auch eine kleine Preview. Ich habe mir wieder eine Maschine gekauft. Und das war das erste Teil, was ich ausgeladen habe aus meinem VW-Bus, weil wir im Urlaub waren und ich habe das im Urlaub gekauft und dann musste ich das mitnehmen. Das ist eine Hammermühle. Damit habe ich ein bisschen was vor, will ich jetzt noch nicht zu viel zu verraten. Das habe ich auf YouTube so noch gar nicht gesehen. Das heißt, da werde ich der Erste sein, der dazu weitere Infos halt eben rausgibt. Es ist eine Hammermühle, die hat 7,5 kW, die hat nochmal einen guten kW mehr als meine Dickenhobelmaschine und da bin ich gespannt, wenn die zum ersten Mal läuft. Aber auch das Teil könnte ich zum Beispiel nicht gut mehr hier drin lagern oder nicht so platzsparend lagern, wenn ich das jetzt nicht auf die Gitterbox stellen könnte. Hier im Hintergrund hat sich ein bisschen was getan. Denn wer sich noch recht daran erinnern kann, weiß, dass hier hinten die Metallwerkstatt war. Die war ungefähr 4 x 5 Meter war die ungefähr groß. Und jetzt steht da hinten halt eben gar nichts mehr an Metallwerkstatt. Denn ich habe mir überlegt, komm, was mache ich eigentlich den Großteil von der Zeit? Holzarbeiten. Und es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, so viel Platz hier in der Werkstatt aufzugeben und halt nicht so richtig zu benutzen. Nur weil man da so ein bisschen dran festhält und dann halt eben alle Möglichkeiten sich offen halten will. Ich habe noch so ein paar Pläne, die ich ein bisschen weiter nach vorne treiben möchte und die sind halt eher im Holzbereich als im Metallbereich angeordnet. Weswegen ich halt eben mich wirklich dazu entschieden habe, die Metallwerkstatt aufzulösen. Ich habe noch alle Maschinen, aber die werden alle schön weit weggestellt, weil ich sie sowieso nicht so oft benutze. Und dann halt eben so ein bisschen, ja, ein Behelf ist, wenn mal was kaputt geht, dass ich das Teil halt eben neu drehen kann. Denn ich sag mal, rein aus geschäftlicher Sache muss man auch eine Sache beachten. Ich habe hier eine 300 Quadratmeter große Halle. Die Schreinerei hat 100 Quadratmeter. Das Büro hat, ja, sagen wir mal 20 Quadratmeter. Und das Lager, inklusive Lager für die Werkstatt und dann der größere Teil des Lagers ist hier für den Online-Shop, das sind nochmal, wie viel sind das? 50 Quadratmeter. Ein Drittel von der Halle, wenn man das alles so ein bisschen aufrundet, ist halt im Prinzip irgendwas gewählt. So ein bisschen Brikettpresse, ein bisschen Lager, ein bisschen irgendwas, ein bisschen Metallwerkstatt. Und das ist ja eigentlich total dumm, so viel Geld dafür jeden Monat zu bezahlen, wenn man hier diese ganze Hälfte nicht für das benutzt, was so das Kerngebiet der Firma ist, was halt eben dazugehört. Ich wollte das hier eigentlich als staubfreien Raum gestalten, werde allerdings einfach das Büro eingrenzen, damit der Raum staubfrei ist und alles andere kann auch ein bisschen staubig werden. Wobei die staubigen Maschinen immer noch im Staubraum stehen bleiben, wie zum Beispiel Langbandschleife, Formatkreissäge. Es gehört noch dazu, Wechselkurse werden dort auch drin stattfinden. Das heißt hier, das wird eine Erweiterung der Holzwerkstatt, damit man halt eben das Ganze noch ein bisschen besser angehen kann und sich halt eben auch nicht die Maschinen in den Weg stellt. Die Pendelsäge hier, die kann ziemlich große Bohlen sehr, sehr gut zuschneiden. Aber der Weg hier für so eine 5 Meter lange Bohle ist ganz schön eng. Wohl bemerkt, die Hobelmaschine wird 30, 40, 50 cm weiter hier rüber kommen, weil eine große Absaugeranlage hinten in die Ecke kommt. Aber dann ist der Durchgang hier immer noch nicht so ideal für schwere Bohlen und ich will mich damit nicht kaputt machen. Das werden alles noch eigene Videos, da werde ich euch überall hin mit hinnehmen und euch auch alles zeigen, warum, wieso, weshalb. Nur es ist halt eben noch nicht so weit, deswegen bitte ein bisschen Geduld. Ich werde euch das alles ganz ausführlich zeigen und auch so ein bisschen, ja, ich liebe es ja schon, was ich da so mache. Ich werde euch dann auch so ein bisschen zeigen, was ich mir so dabei gedacht habe, weil es macht schon Spaß. Wenn der Holzlieferant kommt, wird dort das Holz ausgeladen, vor der Halle. Da kann ich mit dem Stapler alles abladen, dann muss es auf diesen Holzkarren, dann kann man es hier reinrollen und dann kann man das mit dem Stapler in das Regal heben. Ist es nicht cool? Und was würde mehr Sinn machen, als direkt das Holz rechts daneben vorzuformatieren? Deswegen wird die Pendelsäge in diesen Raum hier kommen, damit man das Holz, die ganz, ganz großen langen Bohlen, hochheben kann, mit dem Stapler auf die Pendelsäge legen kann. Und halt eben hier wirklich arbeiten kann, damit man sich hier nicht kaputt macht. Und hier dieser komplette Bereich wird auch noch als Holzbereich eingegliedert, damit man einfach noch ein bisschen Platz hat. In erster Linie sind, wie gesagt, damit Maschinen gemeint, die ich halt eben nicht so oft benutze. Welche Maschine benutze ich ebenfalls nicht so oft? Ganz klar, meine Tischfräsmaschine. Die steht hier, ich tue damit so ein bisschen Kanten schleifen, aber dafür, dass sie hier so im Weg steht im Prinzip, neben der Formatkreissäge, macht nicht so viel Sinn. Deswegen kommt auch die Tischfräse einmal in den Nebenraum.
Das bedeutet, dass ich hier in diesem Hauptraum meiner eigentlichen Schreinerei, hier habe ich im Prinzip dann nur noch die dicken Hobelmaschinen, eine Abrichte, eine Formatkreissäge und die Drechselkursutensilien. Und dann hat man auf 100 Quadratmetern sehr, sehr viel Platz. Ich habe eine Maschine vergessen, der Langbandschleifer, der wird auch hier in dem Raum bleiben. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Breitbandschleifer und vielleicht werde ich da auch dann die nächste Woche auch einen kaufen. Das wird dann auch noch einmal spannend. Einfach nur, dass ich hier, was die Holzseite angeht, bestmöglich aufgestellt bin. Nicht, weil ich flexen will, weil manche Leute denken das immer so ein bisschen, weil ich es halt eben lieb. Ich stecke alles in die Firma rein, also nicht, warum nicht in die Dinge, die ich halt eben auch gerne mache. Ich gebe euch hier mal eine kleine Tour. Das ist, wie gesagt, immer noch ein Traum, hier drin zu arbeiten. Nur man darf das hier halt nicht aus Hobby- oder als Heimwerker-Sicht sehen. Hier muss auch, wenn mal eine größere Ladung Holz reinkommt, das muss alles einigermaßen effizient verarbeitet werden können, ohne dass man sich halt eben verletzt oder ohne dass man unnötig viel Material mit den Händen trägt, dass man zum Beispiel hier eine Palette hinstellen kann mit Material, damit man sie besäumen kann. Das ist so der Anspruch an diese Werkstatt hier, damit die halt eben auch wieder ein bisschen Kohle bringt, weil, wie gesagt, das kostet alles jede Menge Geld, das glaubt man nicht. Ihr seht viel hier auf YouTube, was ich mache, aber sehr, sehr viel passiert halt eben noch im Hintergrund. Damit meine ich nicht, dass ich irgendwelche Schreinarbeiten mache, ganz und gar nicht. Aber es laufen halt eben noch viele Projekte und dafür will ich halt eben ja, alle Gegebenheiten so ein bisschen verrücken. Das ist auch ein guter Punkt. Es kommt eine neue Absauganlage hier in die Werkstatt rein, definitiv, weil die jetzige Absauganlage das nämlich in der Qualität packen tut, weil halt eben noch viel dazu kommt. Da wird es dann auch ein eigenes Video als Resümee zu dieser Holzprofi-Absauganlage geben. Die wird sehr wahrscheinlich hier in dem Nebenraum für die Pendelsäge dann eingesetzt. Und genau, aber die große Absauganlage ist halt eben vonnöten, weil man hier große Maschinen, die oftmals günstiger sind und auch besser hinstellen kann, zum Beispiel so eine gebrauchte alte Absauganlage, gibt es ja auch mittlerweile viele. Und deswegen habe ich auch alle Maschinen noch nicht so final gestellt, weil ich muss warten, bis die Absauganlage halt eben hier ist. Spannend, spannend, ne? Wir werden jetzt mal als erstes dieses Regal sortieren, damit das Holz, was noch hinten in der Schreinerei liegt, hier auch drin Platz findet. Die Bolt stehen da hinten links so weit rüber, das ist ein bisschen unnötig. Aber ich habe jetzt einen Stapler, ich muss jetzt nicht alles von Hand hochheben. Deswegen kann ich es einmal umsetzen. Da oben liegt relativ viel Eiche, da wäre es ja praktisch, wenn man an die Eiche rankommt. Die verarbeite ich sowieso öfters. Deswegen hätte ich gesagt, heben wir einmal die Eiche hoch. Ich weiß gar nicht, ob die Dachlatten tief genug sind oder hoch genug sind, besser gesagt. Aber wir werden es so dann gerade mal ausprobieren. Geil, wie geil ist denn das denn schön? So, ich würde sagen, mit diesem Turm da hinten beenden wir das Video. Ich werde euch versprechen, bald kommen wieder ganz reguläre Videos, in denen ich was Schönes baue. Im Moment ist alles, wie gesagt, noch ein bisschen durcheinander. Ich denke, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, dass ich trotzdem auch hinter der Kamera noch viel vorbereiten bin für die nächsten Videos. Hier bis zum nächsten Video, sage ich tschüss. Tschüss.